Und ich freue mich außerordentlich, dass Christian Gernot sich heute die Zeit genommen hat, nachdem ich ganz unverschämt gefragt habe, ob er mal eben ähnlich weit anreist wie Harald Karutz. Ihn hat's nämlich auch ins Ruhrgebiet verschlagen. Und wir haben lange in Mannheim zusammengearbeitet, auch in Mosbach zusammengearbeitet. Sein Steckenpferd, sein Herz schlägt so für die Kinderanästhesie, für die Versorgung von Kindernotfällen. Und deswegen freue ich mich, dass er uns heute den aktuellen Stand zur Kinderreanimation hier nahebringen wird. Gut aufpassen, es gibt sicher viel zu lernen. Christian, toll, dass du da bist. Dankeschön, Harald. Vielen Dank für die Einladung. Ich komme immer gerne. Natürlich ist es die Konzeption jetzt so, dass wir haben über die KAS gesprochen. Ja, ich versuche jetzt nach der Krise, die Sie jetzt nach dem Essen haben, Sie so ein bisschen zu beleben und Ihnen so ein bisschen das, die Köpfe wieder in die Richtung zu bekommen, was die Kinderreanimation betrifft. Wie Harald schon sagte, mein Steckenpferd und auch mein absolutes Herzblut schlägt für die Kleinen, die ja im Rettungsdienst oder in der Präklinik, sei es ausbildungstechnisch, sei es in irgendeiner Form übungstechnisch, auch immer so ein bisschen hinten runterfallen, extremes Drehmoment für alle Beteiligten darstellen und damit für Sie und für uns alle immer so sind, dass man sich Sorgen machen muss. Mein Thema nur drücken reicht hier nicht, die aktuellen Empfehlungen zur Kinderreanimation. Es ist so, dass in diesem Jahr beziehungsweise im letzten Jahr die zwei großen Gremien, die sich ja mit Reanimationsguidelines auseinandersetzen, das ist einmal die American Heart Association und andererseits aber der European Resuscitation Council, Leitlinien entsprechend rausgebracht haben mit verschiedenen Kapiteln, logischerweise natürlich nicht nur die Kinder, sondern entsprechend komplett. Und man in Kernaussagen das Ganze zusammengefasst hat, was denn so das Essentielle der Geschichte darstellt. Wenn man so ein bisschen die Presse, es gibt ja so verschiedene Podcasts und News auch gelesen hat, wo man das so dezidiert so ein bisschen diskutiert hat, was sind die Unterschiede, was sind die Feinheiten, gab es auch schon so ein bisschen konträre Aussagen, dass man bei der einen Organisation mehr Wert auf die Anpassung der Erwachsenenalgorithmen gelegt hat in Richtung der Kinder und bei den anderen beibehalten hat. Da möchte ich im Einzelnen jetzt so ein bisschen drauf eingehen und am Ende im Prinzip zusammenfassen, dass es gar nicht so konträr ist, wie man vielleicht gedacht hat. Man halt so ein bisschen pointiert, einfach so ein bisschen aufs Kleingedruckte achten muss. Die Kategorisierung der Kinderversorgung bzw. der Reanimationsleitlinie und Guidelines, entsprechend auch Kompressions- und Ventilationsraten, hat sich insofern so ein bisschen geändert, dass man, wenn man von 2010 guckt, wo es Frühgeborene, Reife, Neugeborene, Säuglinge, Kleinkinder, Jugendliche, verschiedenste Alterskategorien gab, die man halt so akut schlecht natürlich kategorisieren kann, wenn die Eltern nicht gerade um die Ecke kommen und einem sagen, so und so alt ist das Kind und da befinden wir uns im Entwicklungsstadium. Man 2021 gesagt hat, Frühgeborene müssen berücksichtigt werden und auch spezifisch berücksichtigt werden jetzt, tauchen also wieder ein bisschen mehr auf. Da komme ich bei dem Neugeborenen-Algorithmus später nochmal drauf zu sprechen. Demgegenüber hat man aber endlich die Geschichte mit dem 3:1, was Sie kennen, das heißt bei der Neugeborenenversorgung, wirklich dargelassen, dass man gesagt hat, gerade im europäischen Bereich, 3:1 machen wir nur noch dann, wenn sich das Kind unmittelbar nach der Geburt befindet, also in der unmittelbaren postnatalen Adaptationsphase, wenn Sie das Kind sozusagen in Ihren Armen entsprechend in Empfang nehmen dann. Dann wird mit 3:1 gearbeitet. Alles andere, was wir früher gesagt haben, bis zum Ende des ersten Lebensmonats etc., ist weggefallen, sodass Sie sich grob merken können, frisch geschlüpft 3:1, alles andere geht mit 15:2 rein. Und ich hatte es schon angedeutet, wenn man sich so ein bisschen die verschiedenen Empfehlungen der Fachgesellschaften anguckt, ist interessanterweise aber ein Punkt allen gemeinsam geblieben. Die Ätiologie des Kreislaufstillstandes im Kindesalter ist immer noch so, dass sie sich von der Kausalität her deutlich von der Erwachsenen unterscheidet. Und das steht sowohl bei den amerikanischen als auch bei den europäischen Leitlinien drin. Wir sind uns einig darüber, dass meistens die Kinder primär ein Sauerstoffmangelversagen haben und dann letztendlich ins Kreislaufversagen kommen. Jeder von Ihnen, der das in irgendeiner Form, so ein, sage ich mal, hypoxisches Kind oder in einer Narkoseeinleitung im OP vielleicht schon mal hospitiert oder Ähnliches gesehen hat, der sieht, wie die Kinder dann relativ zügig langsam, sprich bradikard werden und dann ins Kreislaufversagen gehen. Das heißt, es bleibt weiterhin so, dass wir Sauerstoffapplikationen und Beatmung des Kindes ganz, ganz hoch ansetzen. Da ist so ein bisschen der Unterschied vielleicht zu den Amerikanern zu nennen, die sich mehr auf CABD konzentriert haben, wobei man sagen muss,
Es geht wirklich darum, die Beatmung sofort verfügbar zu haben. Das heißt, was die Kollegen damit einfach nur sagen wollen, ist, wenn sie den Beutel erst nach 10 Minuten ausgepackt bekommen und keinen Sauerstoff sofort greifbar haben, dann müssen sie sich natürlich überlegen, ob sie die 10 Minuten brauchen, um das Ganze auszupacken oder ob sie nicht schon mit irgendwelchen Maßnahmen anfangen. Weil eins wissen wir auf jeden Fall, nichts tun tötet auf jeden Fall. Dementsprechend bleibt die Sauerstoffgabe hoch angesetzt und ich möchte hier noch so ein bisschen einen Stein brechen für die, die sich vielleicht so ein bisschen notfallmedizinisch auch mal mit Kindernotfällen oder Neugeborenennotfällen beschäftigen wollen. Es gibt eine schöne Seite von den Engländern, Don't Forget the Bubbles. Bläschen hatten Sie gerade schon gesehen, im Tauchbecken bei den Kollegen gerade eben bei der Übung. Vielleicht denken Sie auch mal ein bisschen daran. Man kann da sehr interessante Fälle und auch Leitlinien und Empfehlungen finden, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzen möchte. Ist eine sehr, sehr schöne Seite. Das heißt, wir bleiben meines Erachtens bei dem ABC-Schema. Die Studien sind genauso gut und genauso schlecht im Kindesalter, was Reanimation betrifft, wie wenn Sie mit CAB anfangen. Ich hatte es schon erwähnt, wenn Sie den Beutel sofort zur Verfügung haben oder so wie man es bei den Kindern macht. Ich hätte da jetzt keine Bedenken, aber das müssen Sie entscheiden. Im Rahmen der Corona oder anderen epidemiologischen Lagen ist auch eine Mund-zu-Mund-Nasen- oder Mund-zu-Nasen-Beatmung letztendlich eine Möglichkeit, die man eingehen kann. Da diskutieren die Kollegen drüber und ob das wirklich ausreicht, wenn wir den Rest Sauerstoff, den wir haben, auch nutzen können. Da kann ich nur sagen, wir schauen einfach mal in das, was jeden Tag passiert. Den Fall hat mir ein Kollege freundlicherweise geschildert. Den Sie hier sehen, ist der kleine Jonas, der in seinem Auto saß. Es war eine Notfallmeldung im September, also es ist noch nicht so lange her. Früher Abend, Notruf aus dem Fahrzeug letztendlich. Hat eine Mutter angerufen, hat den Rettungsdienst alarmiert über die Leitstelle. Kommt Sie schnell, mein Baby atmet nicht mehr, sieht so blass und blau aus, der Jonas reagiert nicht, Hilfe, kommen Sie schnell, ich brauche dringend Hilfe. Die Kollegen der Leitstelle waren so geistesgegenwärtig, entsprechend natürlich alarmiert und die Mutter auch entsprechend angesprochen und versucht zu beruhigen. Aber das ganz, ganz Entscheidende, was die Kollegen gemacht haben, und das etabliert sich, und das ist die Geschichte mit den Krisen und Köpfen, die man letztendlich nutzen sollte. Die Mutter wurde angeleitet, ihr Kind doch bitte zu beatmen. Und genau das hat sie mit Mund-Nasen- und Mund-zu-Mund-Beatmung dann auch durchgeführt. Und siehe da, der Jonas hat angefangen zu husten und als die Kollegen dann letztendlich kamen, war die Situation relativ stabil. Er ist natürlich zur Abklärung in die Klinik gekommen, ist auch ein ehemaliges Frühgeborenes, sodass man von einem Nahtoderlebnis bei Kindern sprechen kann. Das sind diese sogenannten Alter-Erlebnisse, die Apparent Life Threatening Events, die die Kinder haben können, wo auch die Forschung noch läuft und man guckt, was letztendlich für Ursachen da sind. Aber alleine diese 5 Initialbeatmungen, die die Mutter durchgeführt hat, mit ihrem Restsauerstoff, über den man so heiß diskutiert, haben dazu geführt, glaube ich, dass wir Schlimmeres verhindern konnten. Deswegen möchte ich hier ganz eindeutig einen Stein für die frühe Beatmung brechen für die Kinder. Was ist jetzt neu dazugekommen oder was hat man so ein bisschen ergänzt, gerade im Zusammenhang für die Kinder, wenn es darum geht, drücken allein nicht, ist so ein bisschen die Überlegung, was kann ich mir für Gedanken machen vorher und wie ist vielleicht der Ersteindruck, was kann ich nutzen als Algorithmen, und wir sind im Rettungsdienst ja wirklich sehr algorithmenbehaftet, das hilft uns jeden Tag, letztendlich die Kinder besser einzuschätzen. Ein Punkt, der in den Leitlinien klar rauskommt, ist, versuchen Sie das Team, was Sie haben, und das immer wieder bei den Köpfen, jeden, den Sie kennen, immer wenn Sie da im Fahrzeug sitzen, die 3-4 Minuten, die Sie Anfahrt haben, überlegen Sie sich kurz, was erwartet uns vielleicht, was könnten wir uns im Vorfeld überlegen, was wir an Material brauchen, das, was wir an Dingen auf dem Fahrzeug haben, schon mal so ein bisschen in Hab-Acht-Stellung zu bringen. Das ist eine Tafel bei uns auf der Kinderintensivstation gewesen, wo ich vorher gearbeitet habe, wo ganz klar definiert wurde, ne? nicht nur die, die es selten machen, sondern alle schreiben das Alter auf, das Gewicht drauf, was geben wir an Flüssigkeit, was machen wir mit Adrenalingabe und letztendlich auch mit Elektrotherapie etc., um das Ganze voranzutreiben. Wenn man sich dazu Hilfsmittel nehmen möchte, gibt es verschiedene elektronische Möglichkeiten. Die sind natürlich ja mal so, da muss man einfach gut schauen. Formeln, die man in der Ausbildung lernt vielleicht und wofür ich ganz klar, was wir auch in verschiedenen Ausbildungssystemen nehmen, letztendlich sprechen möchte, ist so ein bisschen das Kindersicher-Lineal, wo Sie so eine Art Kategorisierung haben. Da kann man nicht viel vorher überlegen, aber dieses Brosilotape, wie es im Original hieß, können Sie nehmen, neben das Kind legen und Sie haben sofort eine farblich kodierte Tabelle, anhand der Sie letztendlich Ihre verschiedenen Notfallmedikamente, Hilfsmittel, Einstellungen, auch Vitalparameter, wie schnell ist die Herzfrequenz eines Kindes, entsprechend auch ablesen können. Und wenn man dann dahin kommt, dann empfiehlt es sich vielleicht,
ein System zu nutzen, mit dem man initial sagen kann, wie krank ist das Kind. Als ich mit Rettungsdienst angefangen habe, ist man in so einen Raum reingekommen. Wenn man Pech hatte, war das Kind umringt von einer Unmenge von Menschen, die vielleicht auch nicht zwingend unsere Sprache gesprochen haben, sodass man nicht genau wusste, was ist jetzt mit dem Kind, wer ist jetzt wie einzuschätzen in dem Zusammenhang. Und da hilft uns ein Tool, was allerdings auch schon nicht mehr ganz neu ist, von der American Pediatric Association, also von den Kinderärzten aus USA, wo man sagt, wir schauen als so eine Art Blickdiagnose auf das Kind runter, gucken uns das Kind kurz an, schauen, wie atmet das Kind in irgendeiner Form. Wenn es nicht mehr atmet, negativ, reagiert das Kind, weil in aller Regel sind Kinder, die vom Rettungsdienst überrascht werden. Ich nenne es jetzt mal so, ja so, dass sie eher skeptisch beziehungsweise dann entsprechend schreiend reagieren. Wenn sie auch da merken, dass das Kind nicht reagiert, haben sie schon eine zweite Komponente, die sie darauf schließen lässt, dass das Kind wahrscheinlich kritisch krank ist. Und der dritte Punkt ist das Aussehen des Hautkolorits. Das heißt, wenn die Kinder irgendwie blass aussehen oder sie, das kommt natürlich immer auf die Lichtverhältnisse an letztendlich da draußen, sehen, dass das Kind keine normale Hautfarbe hat, dann sind es drei Komponenten, die sie nutzen können, um für sich selber festzustellen. Und das ist manchmal schon so der Knackpunkt bei Kindernotfällen. Dieses Kind ist kritisch krank. Harald, wir müssen jetzt schnell was machen. Wir können jetzt nicht noch warten und in Ruhe mit dem Kind sprechen, sondern wir müssen jetzt sofort reagieren. Das war ein Thema, was in den Leitlinien jetzt ganz klar rausgekommen ist. Was dann das ABCDE-Schema angeht, ist es so, dass wir dabei bleiben, die Kinder möglichst in eine Schnüffelposition zu bringen. Das heißt, wir unterlagern sie leicht vielleicht unterm Thorax. Das ist auch das, was mir in den Geburtskliniken häufig aufgefallen ist, dass man halt letztendlich die Kinder eher nach vorne geneigt lässt. Der kindliche Atemweg braucht so eine gewisse leichte Unterstützung unter der Schulter. Wenn das mal nicht funktioniert, hilft ihnen das Kinnhebemanöver oder der modifizierte S-Marsch-Handgriff. Wenn Sie ein Trauma der HWS vermuten oder ähnliche Dinge, letztendlich Fahrradunfall oder andere Dinge, dann modifizieren Sie den, um die Halswirbelsäule nicht zu überstrecken. Ansonsten versuchen Sie damit, den Atemweg frei zu machen. Das ist so auch so geblieben und Sie schauen in die Mundhöhle rein, haben eine gewisse Zeit, um einfach auszuschließen, dass Sie da Fremdkörper haben oder andere Dinge, die Sie ja eigentlich nicht gerne haben wollen. Idealerweise fangen die Kinder dann an zu atmen. Wie Sie es tun, können Sie dann beobachten. Das heißt, Sie schauen sich die Atemmechanik, die Frequenz an und haben dafür eine Minute Zeit. Gegebenenfalls nutzen Sie dann weitere Dinge. Sie lassen die Hände da, lassen den Atemweg offen, weil, wie ich es eingangs erwähnte, das, was die Kinder wirklich tötet, ist die Hypoxie in allermeisten Fällen. Wenn die Kinder irgendwelche vorbestehenden kardialen Probleme haben, dann wissen die Eltern das meistens und können ihnen das auch im Vorfeld mitteilen und versuchen, den Atemweg freizuhalten. Wenn Sie jetzt dort entsprechend eine entsprechende Anamnese haben, dass Ihnen eine Erdnuss oder auch der Harlekin-Anhänger der Oma, den wir schon mal aus dem Kind rausgeholt haben, oder so wie jetzt am Freitag zuletzt einen großen Sonnenblumenkern, der fast ein Jahr in dem achtjährigen Kind drin war, letztendlich rauszuholen und Sie haben den Verdacht, dass Sie ein Bolus geschehen haben, dann ist auch das 2021 beziehungsweise 2020 je nach Guideline gleich geblieben. Das heißt, die entscheidenden Punkte für Sie sind, hustet das Kind, ist das Kind bei Bewusstsein und je nachdem gehen Sie das ganz klar durch. Das heißt, ein bewusstloses Kind ohne Hustenreflex wird keine Rückenschläge bekommen, sondern es wird sofort in den Reanimationsmodus übergehen. Und da gibt es so ein bisschen den Unterschied, dass man halt da wieder mit 5 Initialbeatmungen anfängt und das versucht. Im anderen Fall würde man direkt mit der Thoraxkompression beginnen, aber ich wiederhole mich gerne, das immer dann, wenn man halt die Beatmung auch sofort zur Verfügung hat. Das heißt, wenn Sie sie nutzen können, setzen Sie sie ein, ansonsten würde man auch mit Thoraxkompression dann direkt beginnen. Auch dazu ein kleiner Fall, der uns selber vorgekommen ist, letztendlich ein 17 Monate alter Junge war das, der nach dem Essen blau wurde, wie die Mutter es geschildert hat, und schwer Luft geholt hat oder geröchelt hat. Letztendlich war das Kind dann sozusagen, hat er jetzt weitergemacht? Ja, genau. Von uns, beziehungsweise vom Rettungsdienst dann zu uns in den Schockraum gebracht worden. Das ist übrigens eine alte Aufnahme aus dem Mannheimer Schockraum. Die habe ich noch gefunden in meinen Unterlagen. Da habe ich gedacht, ja, das müsste ich dem Harald dann nochmal präsentieren können, wo alle drumherum standen. Letztendlich, auch da gilt, wir kommen jetzt wieder zu dem Punkt, der vor dem Spielüberlegung, wenn Sie das schon im Vorfeld anmelden, dann sind die Kollegen dort schon drauf gerüstet und können eventuell schon das ein oder andere vorbereiten. Es ist nichts anderes, als wenn Sie da mit einer organisatorischen Leitung einen Großschadensfall haben, den Sie dann irgendwie konzentriert aufdröseln. Genauso können Sie sich das da auch vorstellen. Das macht es für mich unheimlich leicht, weil ich kann dann vor Ort schon mein entsprechendes Armamentarium vorbereiten. Das Dumme war nämlich, dass beim Umlagern dieses Kindes das Kind einmal nochmal kräftig gehustet hat und so der Klassiker aufgetreten ist, dass das Kind plötzlich eine extreme Schaukelatmung hatte,
und sie ganz klar gemerkt haben, das Kind wird blau, da geht überhaupt keine Luft mehr rein. Tja, was tun nun? Ne? Auch da habe ich mir den Beutel geschnappt, obwohl das Narkosegerät etc. alles nebendran stand, aber bis das angewiesen wäre, das hätte mir zu lange gedauert und habe das Kind 5-mal initial beatmet. Der Thorax hat sich nur minimal gehoben, also sie hatten da jetzt keine adäquate Ventilation, wie man vielleicht sagen würde, im großen Stil. Ne? Aber was wir immerhin geschafft haben, war eine Sättigung von 82 und ganz, ganz entscheidend, da komme ich gleich bei den Neugeborenen nochmal drauf, die Herzfrequenz des Kindes ist von knapp 50 wieder auf 100 angestiegen. Und das ist ein sehr guter Indikator dafür, dass welches Organ genug Sauerstoff bekommt, das Herz zunächst, ne? Sodass sie da zumindest einen gewissen Bereich bekommen, dass sie in eine Grauzone gelangen, ich nenne es mal so, über die sie eine grenzgradige Sauerstoffversorgung gewährleisten können und Zeit gewinnen. Auch wir als Profis haben da nicht lange nach einer Vene gesucht, sondern das intraos hergemacht und dem Kind dann Medikamente für die Narkoseeinleitung gegeben. Und ich habe dann den zugegebenermaßen einen Endotrachealtubus genommen und habe den Fremdkörper auf eine Seite rübergeschoben und konnte darüber dann immerhin eine Sättigung von 93 erreichen. Wir sind mit dem Kind dann in den OP gefahren, wir haben das Ganze dann bronchoskopisch angegangen und letztendlich haben wir dann die Mandel, die da drin steckte, auch rausgeholt. Tolle Profiarbeit. Das Entscheidende aber bei der Geschichte, glaube ich, war ganz klar der Initialpunkt zu sagen, wir schnappen uns jetzt sofort den Beutel und fangen sofort mit der Beatmung an. Man hätte auch, wie gesagt, direkt mit einer Thoraxkompression anfangen können, aber in dem Zusammenhang ist es entscheidender, denke ich, da zu arbeiten. Das heißt, wenn man jetzt zu der Beatmung zurückkommt, ist es so, dass wir weiterhin diese 5 Initialbeatmungen im Kopf behalten sollten bei den Kindern mit 100% Sauerstoff und sie haben dafür 10 Sekunden Zeit. Wie man das idealerweise macht, haben die Kollegen jetzt in den Leitlinien auch nochmal angegeben. Ich habe auch noch so ein paar bewegte Bildchen mitgebracht, wo Sie sehen, dass es so ein bisschen auf die Handhabung ankommt, auf die Finger, die Sie nicht auf den weichen Gaumen legen dürfen, auf die Kompressionsgeschwindigkeit des Beutels. Wir wissen alle, wie angespannt wir sind in so einer Situation. Das ist eine Tätigkeit, die man üben muss, über die wir auch in Studien hinlänglich geforscht haben, dass das sehr, sehr schwierig ist. Deswegen schreiben die Kollegen in den aktuellen Fassungen der Leitlinien auch, dass man es mit doppeltem C-Griff machen kann, dass man letztendlich dezidiert versuchen sollte, das Ganze mit der Beutelmaskenbeatmung zu optimieren, sei es mit einem Güdeltubus, mit einem Wendeltubus vielleicht auch. Und erst dann, wenn sie kompetent und entsprechend geschult sind, überlegen sollten, ob sie weitere Plastikteile in das Kind versenken, das heißt die Kinder intubieren oder andere Dinge tun. Es steht also nicht an erster Stelle, ganz klar. Das heißt, der erweiterte Atemweg, so wie man ihn aus den Leitlinien kennt, ist ja auch ein Unterkapitel entsprechend geblieben ist, die Atemwege zu sichern, was heißt das? Auch ein S-Marsch-Handgriff kann dazu führen, dass Sie den Atemweg sichern zunächst. Es geht darum, eine adäquate Oxygenierung und Ventilation zu bekommen, das heißt, Ihre Sauerstoffsättigung spielt eine Rolle, oder auch das Kind anzuschauen, das sieht man den Kindern relativ schnell an, ob die blau sind oder nicht, meistens bevor der Sättigungssensor irgendwas Negatives anzeigt. Und nur dann, wenn Sie kompetent sind und das Ganze geübt haben und regelmäßig tun und Sie merken, dass Sie mit der Beutelmaskenatmung nicht hinkommen, dann können Sie darüber nachdenken, weitere Dinge zu tun. Und da stehen extraglottisch, supraglottisch, wie immer man das nennen möchte, letztendlich Atemwegshilfsmittel zur Verfügung, die oberhalb der Intubation eine Rolle spielen und dann letztendlich natürlich auch die Intubation für die Kollegen, die das dann machen. Wir bleiben bei den 100% Sauerstoff. Und erst dann, wenn wir einen einsetzenden Spontankreislauf haben, werden wir versuchen, wenn denn die Zeit, Transport etc. so ist, ich fahre jetzt in Duisburg, dort im Stadtverkehr, ich komme dazu keiner titrierenden Sauerstoffgabe mehr, weil ich in aller Regel in einer Viertelstunde in irgendeiner Klinik bin. Aber das ist natürlich anders, wenn Sie auf dem ländlichen Bereich dann arbeiten. Da sollte man schon mal drüber nachdenken, ob man da am Sauerstoff vielleicht was drehen kann. Gut. Wenn man bei C schaut, hatte ich es vorhin schon erwähnt, wir bleiben bei dem 15:2, hard and fast. Und wenn Sie sich nicht sicher sind, aus welchen Gründen auch immer, oder wenn Sie eine, sage ich mal, leitstellentechnisch eine Anleitung für Eltern machen, kann durchaus auch mal 30:2 ein probates Mittel sein und das bleibt weiterhin auch als Alternative stehen. Die Kompressionstiefe hat sich nicht geändert, bei Säuglingen bleiben wir bei 4 cm, was schon eine Menge ist, wenn man das mal übt und regelmäßig irgendwie mal an verschiedenen Puppen oder anderen Dingen, sollte man das tun, ausprobiert und bei Kindern sind wir bei 5 cm Tiefe und die Wechselphase mit den 2 Minuten hat sich auch nicht geändert. Was so ein bisschen neu ist, ist die Geschichte mit dem Gefäßzugang.
Wir hatten in den letzten Leitlinien schon deutlich propagandiert zu sagen, versuchen Sie es nicht mit einem entsprechenden Zugang intravenös, weil Sie haben 60 Sekunden Zeit und jeder, der irgendwie mit Kindern arbeitet, weiß, dass 60 Sekunden für einen normalen Zugang schon eine maximale Stresssituation darstellen. Also das schafft man in aller Regel nicht. Auch ich nach 15 Jahren Kinderanästhesie nicht zwingend. Aber die Kollegen haben jetzt so ein bisschen auch aufgrund der Erfahrungen, die man gemacht hat mit dem Intraosseerzugang, und das war ein Kind, was bei uns in die Notaufnahme kam, wo das partout nicht geklappt hat mit dem Intraosseerzugang, was man jetzt hier nicht so gut sehen kann, ist, in dem Fall sieht man nicht, in dem unteren Bereich, am Unterschenkel an der Innenseite, also nicht da, wo sie es wirklich, sage ich mal, lege artis punktieren würden, haben die Kollegen mehrfach punktiert, Stress geschuldet, wie auch immer. Und sind dann immer in der Wadenmuskulatur gelandet und nicht im Knochen. Dementsprechend konnten sie auch keine Medikamente applizieren. Das heißt, eine hundertprozentige Rate haben wir nicht. Und deswegen ist so ein bisschen wieder der Schwerpunkt eher so ein bisschen intravenös. Einmal schauen, ob man was bekommt, wenn sie das ohne Zeit, einen nennenswerten Zeitverlust hinbekommen. Dann dürfen sie intravenös den Zugang suchen. Ansonsten ist Intraossea weiterhin das Mittel der Wahl, gerade wenn man nicht regelmäßig mit Kindern dann entsprechend arbeitet. Betont wurde nochmal, dass Sie halt kleine Medikamentengemengen haben. Adrenalin müssen Sie verdünnen, 1 zu 100, 1 zu 10, je nachdem, welchen Standard Sie verfolgen. Aber entscheidend ist, dass man immer was nachspülen muss, um dieses Medikament auch in den Kreislauf des Kindes zu bekommen. Weil Sie arbeiten mit 1 Milliliter Spritzen, 5 Milliliter Spritzen und dann muss man entsprechend Volumen nachgeben. Was so ein bisschen wieder in Schwung gekommen ist, ist so ein bisschen die tracheale Gabe von Medikamenten, gerade bei Neugeborenen. Wenn es mal gar nicht anders geht, fällt es mir immer schwer, in so einen ganz, ganz dünnen 2,5er Tubus irgendwie noch Mengen an Medikamenten reinzupacken. Aber es ist so, dass das durchaus wieder erwähnt wurde in dem Zusammenhang. Das heißt, wenn Sie Medikamente betrachten, ist es Adrenalin vorher mit einer festen Zeitgabe, alle 4 Minuten entsprechend mit 10 Mikrogramm pro Kilo, die Dosis ist gleich geblieben, empfohlen worden. Bei den Kindern haben wir meistens ja kein Kammerflimmern oder andere Dinge, sodass wir einen nicht defibrillierbaren Rhythmus haben. Dementsprechend ist die Empfehlung jetzt, so schnell wie möglich Adrenalin zu geben und dann mit der Kompression entsprechend fortzufahren. Bei den defibrillierbaren Rhythmen scheiden sich so ein bisschen die Geister, aber das ist eine akademische Geschichte. Bei den Amerikanern sagt man, nach der zweiten Defibrillation sollten sie Adrenalin geben. Bei den Europäern bleiben wir bei der dritten Defibrillation. Das ist so ein bisschen, ja. Amiodarone ist ähnlich geblieben, das zweite A der medikamentösen Reanimation, was wir nutzen können. Nur, dass wir bei der zweiten Dosis bei den Kindern eine Maximaldosis jetzt genannt haben von 150 Milligramm, die man eventuell im Hinterkopf behalten kann. Lidocain bleibt gleich. Und ein entscheidender Punkt, der es nicht unbedingt leichter macht für die Präklinik, finde ich, ist die Flüssigkeitsgabe auf 10 zu reduzieren. Das heißt, wir kommen wieder in den Neugeborenenbereich von früher, wo es schon immer 10 Milliliter pro Kilo waren, die wir gegeben haben, als Volumenbolus, um die reversible Ursache der Hypovolemie bei den Kindern entsprechend anzugehen. Da waren es früher 20, jetzt sind wir auf 10 runter und die Empfehlung ist, frühzeitig parallel schon über kreislaufwirksame Medikamente nachzudenken. Wenn man jetzt da so ein 5-Kilo-Kind hat und sich überlegt, wie viel Adrenalin oder Noradrenalin man da aufziehen muss, wird es schon wieder schwieriger, aber ich erinnere daran, dass Kindersicher hilft vielleicht. Und Ziel des Ganzen soll einfach sein, die Kinder nicht mit zu viel Volumen zu überfluten, sondern während man mit Flüssigkeit arbeitet, schon alternative Therapieoptionen entsprechend auszuschöpfen und zu nutzen. Frühzeitig mit an Adrenalin oder andere Dinge denken. Die Elektrotherapie hat sich im Grundstock auch nicht geändert bei den Kindern, nur dass man beim ERC weiterhin bei den 4 Joule pro Kilo bleibt, die Sie kennen. Die AHA empfiehlt, mit 2 Joule pro Kilo einzusteigen und dann bei jeder folgenden mit 4 Joule zu arbeiten. Das heißt, wir bleiben im europäischen bei den 4 Joules. Wenn man dann auf einen Blick geht, bleiben wir bei unserer initialen 5-mal Beatmung bitte. Wie gesagt, zeitnah, die muss funktionieren und muss auch effektiv sein, sonst ist es verlorene Zeit. 15 zu 2 bleibt und die reversiblen Ursachen, genauso wie beim traumatischen Kreislaufstillstand im Kindesalter, der jetzt auch das erste Mal so ein bisschen noch mit beleuchtet wurde, sprich Schock etc. oder Blutungsquellen, müssen auch genauso da angegangen werden, so wie Sie es von den Großen kennen, entsprechend berücksichtigt und dann auch immer wieder überlegen, was für Ursachen haben wir im Hintergrund stehen, die 4 H's und Hits, die Sie auch von den Erwachsenen kennen, die man entsprechend berücksichtigen sollte. Soweit zu den großen Kindern. Wenn wir bei den Neugeborenen sind, und wie gesagt, da geht es wirklich nur noch um die frisch Geschlüpften,
die sie versorgen, geht es weiterhin um die neugeborene Unterstützung. Da ist der Punkt, dass wir, so wie Sie es von den Größeren auch kennen, uns den Atemweg einmal anschauen. Das klassische Absaugen der Atemwege bei den Neugeborenen machen wir ja schon seit 2015 eigentlich nicht mehr zum Standard. Es wird in den Geburtskliniken immer noch relativ regelhaft gemacht, wenn man nicht aufpasst. Langes Absaugen führt immer zu einer Kreislaufdepression bei den Kindern. Das heißt, auch da muss man ein bisschen gucken, dass man das begrenzt, wenn sie da draußen sind. Nur dann, wenn sie wirklich Kindspech sehen und merken, der Atemweg ist verlegt, dann sollte man versuchen, das zu entfernen. 5 Initialbeatmungen, jeweils über 2 Sekunden mit 20 bis 30 Zentimeter Wassersäule. Das sind jetzt relativ viele Zahlen. Letztendlich, wenn Sie einen Beutel haben, der eine Drucklimitierung hat, wenn Sie die nicht gerade zumachen oben, je nach Hersteller, dann würden Sie das mit Inflationsbeatmung machen. Und Sie haben dafür wirklich einen Moment Zeit, um die Lunge zu entfalten. Weil Sie dürfen sich gerne so einen kleinen Kinderluftballon vorstellen, den Sie das erste Mal aufpusten auf der Party für die Kinder. Der hat am Anfang einen riesen Druck, den Sie aufbauen müssen. Und wenn Sie das nicht entfaltet bekommen, dann müssen Sie nochmal eine zweite Runde nachlegen. Und das war 2015 schon Thema der Leitlinien und ist jetzt 2021 auch nochmal betont worden. Wir müssen wirklich versuchen, die Lunge entfaltet zu bekommen. Weil egal, was wir machen, ohne eine effektive Belüftung der Lunge, können Sie so viel Thoraxkompression durchführen, wie Sie wollen. Wenn da keine Luft reingeht, schafft dieses Kind das auf keinen Fall, den entsprechenden Anpassungsvorgang nach der Geburt zu überleben. Wir benutzen bei den Neugeborenen weiterhin Raumluft. Nur wenn Sie merken, dass die Sättigung entsprechend oder sich da nichts tut und die Kinder weiterhin, sage ich mal, entsprechend bläulich verfärbt bleiben, dürfen Sie Sauerstoff zumischen. Da gab es 2015 ja schon mal eine schöne Tabelle. Das hat uns das Ganze ein bisschen erleichtert, weil mir als Anästhesisten fällt es immer schwer, so eine 65er Sättigung auszuhalten. Ich weiß nicht, jemand, der schon mal den Ton gehört hat, weiß, dass es ein ziemlich dumpfer Ton ist, der für viel, viel Unbehagen sorgt. Man hat jetzt ein paar Zwischenstufen dieser Sättigungswerte rausgestrichen und hat sich darauf verständigt, 2021 nach 2 Minuten eine 65er Sättigung ist noch in Ordnung. Wichtig aber dabei immer, die Herzfrequenz muss über 60 sein. Ich hatte es vorhin schon mal bei dem anderen Kind angedeutet mit der Initialbeatmung, Anstieg der Herzfrequenz. Solange die Herzfrequenz in dem Bereich bleibt, haben Sie eine Durchblutung und Sie haben auch eine grenzgradige Oxygenierung bei dem Neugeborenen. Das heißt, wir haben noch die 2 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten. Nach 10 Minuten sollten wir die 90 reißen. Und wenn wir das schaffen, dann sind wir auf einem guten Weg, was das Kind betrifft. Bei der Thoraxkompression und dem Gefäßzugang, also sprich der C-Teil bei den Neugeborenen, hat sich das insofern verschoben, dass wir halt wissen, dass wir bei ganz, ganz wenigen Neugeborenen nur diesen Bereich brauchen. Das heißt, die meisten Kinder schaffen es eigentlich ohne uns oder mit einer minimalen Unterstützung. Das heißt, Belüftung, Atemweg freimachen, Lagerung, Stimulation, die wichtigsten Dinge, die die Hebammen auch immer propagandieren. Aber wenn es doch mal so sein sollte und die Herzfrequenz unter 60 bleibt, dann beginnen Sie unmittelbar bitte mit den Thoraxkompressionen. Und da gilt weiterhin das Verhältnis, wie gesagt, nur frisch geschlüpft von 3:1. Und jeder, der das schon mal trainiert oder schon mal gemacht hat, weiß, dass das, wenn man dort keine No-Flow-Phasen haben will, also sprich keine Phasen, wo nichts am Kind passiert, man das wirklich eng miteinander absprechen muss und dadurch 2 Leute mit nichts anderem beschäftigt sind, als diese Maßnahmen durchzuführen. Nach 15 Zyklen wird in aller Regel dann nochmal die Herzfrequenz geprüft, das heißt nach 2 Minuten. Und der Gefäßzugang, auch hier ist der Intraossäre so ein bisschen nach hinten gerutscht. Man hat letztendlich vorgeschlagen, eher sich Richtung Nabelvene zu bewegen. Aber auch da gilt, wenn man halt keinen Venenzugang in dem Sinne sieht und damit entsprechenden, Zeitverlust hat, dann ist es entscheidend, möglichst zügig da einen Zugang zu etablieren, um halt entsprechend auch Adrenalin applizieren zu können. Deswegen war 2021 jetzt dieser Teil auch so ein bisschen erneuert und abgedatet worden. Wenn die Herzfrequenz entsprechend niedrig bleibt und sie trotz Belüftung und trotz Thoraxkompression immer noch unter 60 ist, dann dürfen Sie das bevorzugt intravenös oder auch intraossär geben. Und wenn dann mal gar nichts anderes mehr gehen sollte, aus welchen Gründen auch immer, Sie haben ein dystrophes Kind oder Sie haben ein extremes Frühgeborenes, wenn das so ist, ich wünsche es Ihnen nicht, aber wenn das da draußen passieren sollte, dann dürfen Sie auch gerne Adrenalin tracheal geben und dann hat man sich auch zu einer Dosisempfehlung da entsprechend entschieden und hat die da auch mit vermerkt, sodass man da, wenn man möchte, mit deutlich höheren Dosen, 50 bis 100 µ, also 5 bis 10-facher Dosis dessen, was man intravenös spritzen würde, durchaus die Gabe durchführen kann. Flüssigkeitsgabe, die Hypovolemie nicht vergessen bei den Kleinen, was mit auch so neben der Hypoxie einer der Hauptkiller ist, bleibt bei 10 ml pro Kilo.
Da hat sich nichts geändert und ich hatte es erwähnt, bei den Großen sind wir jetzt auch auf 10 runter, so dass man sich eigentlich nur noch die 10 entsprechend grob merken kann. Das macht es vielleicht auch bei dem einen oder anderen dann leichter. Wenn man sich dann die beiden neugeborenen Reanimationsempfehlungen von 2015 links und 2020 bzw. 21 rechts anschaut, dann ist im Prinzip vor allen Dingen der Block oben dazugekommen im deutschen Bereich, den man jetzt unscharf nicht richtig lesen kann, aber letztendlich ist das das, was bei unseren europäischen Guidelines drunter steht, ist, dass wenn Sie über Beutelmaskenbeatmung eine Thorax-Exkursion hervorrufen, wenn Sie einen Herzfrequenzanstieg haben und damit das Kind sich stabilisiert, ist in den seltensten Fällen eine Intubation notwendig. Das ist ein Punkt, der ja viele Neonatologen dann immer umtreibt, aber letztlich geht es für uns da draußen in erster Linie darum, wie gesagt, eine adäquate Oxygenierung und Ventilation zu schaffen. Und wenn wir das mit diesen Maßnahmen hinbekommen, dann müssen keine zusätzlichen Röhrchen in irgendeiner Form zwingend bei den Kindern platziert werden. Für Transporte, Hubschrauber oder andere Dinge, wenn sie mehr Manpower etc. haben, sei dahingestellt. Das ist immer so ein bisschen auch, wie gesagt, von der Erfahrung und Kompetenz der Kollegen abhängig. Aber nicht viele von den Kollegen draußen haben regelmäßig ein 2,5-Kilo-Kind in der Mache, was sie dann intubieren müssen. Dementsprechend nichts gefährden, sondern eher versuchen. Und das war auch der Punkt, warum man das in den deutschen Empfehlungen bzw. europäischen Empfehlungen nochmal ganz klar gesagt hat. Wenn Sie Ihr Ziel erreicht haben, müssen Sie jetzt nicht versuchen, es schlechter zu machen, indem Sie dort noch eine Intubation durchführen, die möglicherweise schief geht oder sonst irgendwas braucht. Und der zweite Punkt, der neu dazugekommen ist, sind die Frühchen, die man so ein bisschen reingenommen hat, wo man halt gesagt hat, okay, wenn wir Frühgeborene haben, unter der 32. Woche wohlgemerkt, dann dürfen Sie auch gerne Sauerstoff von vornherein mitnutzen, wenn Sie diese Kinder dann reanimieren. Bahnhofstoilette Duisburg, unlängst ist dann eine Mutter, sozusagen Mama von Zwillingen geworden, die beide dann knapp die 31. Woche gerissen haben. Da wurden primär dann auch Sauerstoff eingesetzt, um diese Kinder entsprechend auch zu belüften initial. Da muss man dann nicht warten. Also Sauerstoffzumischung oder 100% bei den großen Kindern und bei den Frühchen durchaus, bei den normal, sage ich mal, bei den Kindern, die Neugeborenen über die 36. Woche, da würden Sie es dann nicht einsetzen, primär. Aber auch mit rein titrieren, wenn nötig. Ein Punkt, der jetzt so ein bisschen erweitert gekommen ist, sind die Was mache ich danach? Checklisten. Gibt es auch für die Kinder mittlerweile schöne Checklisten, wo drin steht, wie sie mit der Temperatur umgehen, was Blutdruckwerte betrifft, was Blutzuckereinstellung etc. betrifft. Entscheidend ist natürlich bei den Kindern immer so ein bisschen diese Hypothermiebehandlung, gerade auch bei den Neugeborenen, wo man bei entsprechend hypoxischen Enzephalopathien doch gerade im neugeborenen Sektor dann je nach Indikation und je nach der Konstellation gute Ergebnisse hat. Ich habe auch schon zwei größere Kinder gehabt, eine mit Schlittenunfall, die vom Schlitten gefallen ist und eine relativ lange Zeit wahrscheinlich dann neben dem Schlitten lag und keinen Kreislauf hatte, die ist auch neurologisch hervorragend geworden. Ich glaube, da hat der Schnee einfach das Übliche getan außenrum. Das heißt, die Hypothermie hat diesem Kind geholfen, genauso wie bei einer Submersion bei einem Kind, was dann noch eine Körpertemperatur von 31 Grad hatte, als es kam. Auch dieses Kind hat es mit einem guten neurologischen Ergebnis geschafft, sodass man bei den Kindern auch ein gewisses Temperaturmanagement einfach im Kopf haben sollte. Das heißt, nicht zum Edeka fahren und die Pommes-Tüten nebendran legen, so wie man das zwischendrin vielleicht mal gemacht hat, aber die Kinder natürlich nicht fiebern lassen, ist ein Punkt, der damit reingeht. Und wenn sie es denn haben, wenn es verfügbar ist, auch mal überlegen, ob man nicht irgendwelche erweiterten Kreislaufsubventionsmaßnahmen machen kann. Die sind natürlich rar gesät, gerade im Kindersektor noch ein bisschen enger noch gestrickt, da muss man einfach gucken. Aber es ist erwähnt und vielleicht einfach im Hinterkopf behalten. Wenn man eine Zeit lang unterwegs ist, kein normothermes Kind hat und die Reanimation läuft, dass man das nicht abbricht, sondern sich überlegt, ob man eventuell noch eine zweite Option dann hat. Nach der Reanimation, wenn Sie dann einen Kreislauf haben, haben die Amerikaner noch einen schönen Teil ergänzt, deswegen wollte ich das nicht offen lassen. Viele von den Kindern entwickeln halt auch Krampfanfälle dann nach Etablierung des Spontankreislaufs, die dann auch aggressiv behandelt werden müssen. Das ist so ein Punkt, wenn man dann merkt, dass die Kinder hinterher krampfen, wo man durchaus drüber nachdenken sollte, das auch aggressiv anzugehen, weil natürlich das weitere sekundäre Schäden im Gehirn dann setzen kann bei den Kleinen. Dementsprechend ist das ein Punkt, der so ein bisschen in die Postreanimationsbehandlung bei den Kindern mit reingeht. Wenn ich das also zusammenfassen darf, die Fragestellung von Harald war ja Drücken allein, reicht das? Reicht das nicht aus? Möchte ich das ganz klar verneinen und sagen, wichtig ist, dass Sie weiterhin den Sauerstoff, don't forget the bubbles,
im Fokus behalten, möglichst zeitnah 5-mal beatmen bei den Kindern, gucken, dass sie da Luft reinbekommen. Luft muss ins Kind und die Luft muss auch wieder raus. Und wenn sie das hinbekommen, dann wird ihnen hoffentlich häufig oder mitunter der Ablauf 15:2 erspart bleiben. 3:1 machen wir nur noch im Kreissaal, da bin ich hoch dankbar für. Alles andere, was auf Stationen oder sonst irgendwie passiert oder wenn die Kinder frisch zu Hause sind aus der Geburtsklinik, bleibt ihnen weg. Das heißt, wenn die den ersten Mal den Sprung vom Kilimanjaro auf den Erdboden geschafft haben, so ungefähr kann man sich diesen natalen Adaptationsvorgang vorstellen, dann brauchen die das nicht mehr, dann bleiben wir bei 15:2. Der IV-Zugang ist ein bisschen hochgerutscht, aber wenn Sie mit der EZ-IO gut umgehen können, dann würde ich weiterhin auch dies präferieren und gucken, weil wenn Sie Zeitverlust einkalkulieren müssen, dann ist das eine gute Möglichkeit. Adrenalin so früh wie möglich ist so ein bisschen der Passus, der sich ein bisschen geändert hat. Sie haben keine Minute mehr vorgegeben, so wie früher für den Zugang, sondern letztendlich kein Zeitfenster mehr. Tracheale Dosis hatte ich erwähnt bei den Neugeborenen. Volumengabe haben wir vereinfacht auf 10 pro Kilo und vielleicht mal drüber nachdenken, auch so ein Schema für Adrenalin oder andere Katecholamine für Kinder im Hinterkopf zu haben, so als Liste, was man machen kann. Ein Beispiel ist 1:100 verdünnen und dann haben Sie das Körpergewicht des Kindes ungefähr und geschätzt und dann nehmen Sie das mal 0,3 und dann haben Sie letztendlich Ihre Förderrate. Aber das sind verschiedene Protokolle, die jeder so als Denkmodell dann nutzen kann. Postreanimationschecklisten tauchen immer mehr auf. Das heißt, wir gucken hinterher, was müssen wir den Kindern Gutes tun, um nicht noch weitere Schäden, sekundäre Schäden entsprechend aufkommen zu lassen. Und da gehört halt auch dieser Krampfanfall dazu. Und der ist gar nicht so selten, dieses Krampfgeschehen, also die EEG-Veränderung bei den Kindern. Und ganz, ganz wichtig, und das ist so ein Punkt, der auch viel Stress nimmt. Wir waren ja bei Krisenköpfe und Konzepte. Wenn man sich vorher ein bisschen Gedanken macht, ob es jetzt im Schockraum oder für Sie präklinisch ist, wir fahren dahin, wie alt ist das Kind, wie schwer wird das Kind ungefähr sein, was erwartet uns, was brauchen wir an Material, was können wir vorbereiten, müssen wir irgendeiner Klinik Bescheid sagen, gibt es irgendwas, vielleicht kennt der eine oder andere das Kind auch, weil es das Nachbarkind ist oder anderes, dann ist das gut. Und gerade Kindernotfälle gehören nachbesprochen, weil doch viel, viel Emotionen damit drin hängen, die dann dem einen oder anderen ein schweres Trauma setzen können. Ich allein kenne auch zwei Mitarbeiter, die aufgrund einer Säuglingsreanimation den Rettungsdienst verlassen haben, weil es entsprechend nicht so geklappt hat und man letztendlich Probleme hatte, das hinterher mit den Kollegen aufzuarbeiten. Ob es das alleine war, weiß ich nicht, aber zumindest war es einer der Steine in die Richtung. Und stehe natürlich gerne für Fragen jetzt auch offen und wenn noch irgendwas unklar sein sollte, dürfen Sie mich auch gerne über die E-Mail kontaktieren. Und dann schreibe ich möglichst zeitnah zurück. Vielen Dank. Wir haben tatsächlich noch ein bisschen Zeit für Fragen, vielleicht auch für Nachfragen. Habe ich wirklich richtig verstanden, dass es soll ja möglichst bei dem Thema nichts unklar bleiben? Ist irgendjemand schon was eingefallen? Haben wir irgendeine Meldung aus dem Chat? Dann kommt wieder die Stimme aus, da hinten. Moment, ja. Also wir müssen die Frage kurz wiederholen, sonst hören die draußen an den Empfangsgeräten weltweit. Ich soll übrigens auch noch schöne Grüße aus Österreich übermitteln, sonst kriegen die das nicht mit, was gefragt wurde. Also die Frage war, für den, der nicht regelmäßig in irgendeiner Form rettungsdienstlich tätig ist, präklinisch mit Kindernotfällen oder Notfällen allgemein konfrontiert ist, was können Sie als Ärztes machen? Was die Kinder tötet, habe ich versucht klarzustellen, ist der Sauerstoffmangel zumeist. Das heißt, was Sie versuchen müssen, ist immer, die Kinder in eine Lage zu bringen, also selber kurz zu explorieren, die Kinder in eine Lage zu bringen, wo sie selber auch Luft holen können. Das ist nicht anders, als wenn Sie einen größeren, einen Erwachsenen da auch haben, dann bringen Sie ihn möglicherweise in eine stabile Seitenlage oder Sie überstrecken den Kopf. In dem Fall Atemweg frei machen. Also Sie fangen mit A an. Sie sprechen das Kind an, stimulieren das Kind. Wenn das Kind nicht reagiert, dann müssen Sie irgendwie den Atemweg frei machen. Das machen Sie aber, je kleiner das Kind ist, nicht mit einem massiven Überstrecken, sondern mit diesem S-March-Handgriff, den ich schon erwähnt hatte. Das heißt, das Kind nach vorne schieben und versuchen, den Atemweg frei zu machen. Dann schauen Sie, ob das Kind atmet und dafür brauchen Sie kein hartes Equipment, sondern was machen Sie? Sehen, hören, fühlen. Nichts anderes. Das heißt, Sie stecken Ihren Kopf davor und gucken. Sie schauen, ob der Thorax sich bewegt und ob der sich hebt und senkt. Wenn er das nicht tut, was machen Sie dann? Dann pusten Sie Luft rein, wenn Sie sich das trauen. Und das machen Sie wie? Mund zu Mund, Nasebeatmung. Und das ist das, was ich meinte, schnell. Das darf dann nicht irgendwie 5 Minuten dauern, weil wenn Sie dann für sich sagen, nee, das mache ich nicht,
und Sie haben keinen Beatmungsbeutel, dann verlieren Sie Zeit und dann machen Sie die Thoraxkompression. Das wäre dann der letzte Schritt. Ne? Sie für Sie jetzt sozusagen als Ersthelfer, Kindergarten oder was weiß ich, wo man jetzt vielleicht auch dazukommt. Okay, beantwortet es die Frage? Ein uns beiden sehr gut vertrauter, altgedienter Kinderanästhesiepfleger, der hat auch immer gesagt, Leute, vergesst nicht, die Ausatemluft enthält auch noch 17% Sauerstoff. Ja, wenn es mal irgendwie gar nichts mehr geht, das fanden Leute völlig absonderlich, wie kann man denn, also wenn wir doch hier im OP sind und haben doch alles und so, und der Albert hat da immer drauf rumgeritten und gesagt, vergesst nicht, Ausatemluft enthält noch 17% Sauerstoff. Das ist mehr als nichts. Und das andere, wenn man nachschauen will, nicht nur für die Kinderempfehlungen, sondern auch für die Erwachsenenempfehlungen, kann man sich auf der Seite des Deutschen Rates für Wiederbelebung oder wie der jetzt heutzutage heißt, German Resuscitation Council. Und nicht German Retriever Club, genau. Ja, grc-org.de. Weil grc.de ist nämlich der Golden Retriever Club Deutschlands, da gibt's Infos zu blonden Hunden. Während grc-org.de, wenn man dann da oben guckt, Empfehlungen, Publikationen und so. Und da gibt's auch so schön, auch für die Erwachsenen zum Beispiel, aber auch für die Kinder, so Einseiter, wo die wichtigsten Schritte nochmal zusammengefasst sind, dass man nochmal in Ruhe sich mit auseinandersetzen kann. Und es gibt auch die Leitlinien, die Reanimation kompakt. Das ist eigentlich ein Büchle, das gibt's da als PDF. Da kann man sich auch nochmal in Ruhe dann da auseinandersetzen. Ich denke, das Wichtige ist ja auch, vielleicht nochmal zur Erinnerung, Kindernotfälle sind ja eher selten. Das ist ja gut so, das ist ja die gute Nachricht. Aber das schafft natürlich auch ein gewisses Maß an Unsicherheit und deswegen ist es ja auch so wichtig, sich damit zu beschäftigen. Und der Vortragstitel war von mir ja mutwillig so gewählt, weil ich ja immer durch die Lande ziehe und den Leuten erkläre, drücken, drücken, drücken. Und das ist eben der Riesenunterschied zwischen den Erwachsenen und den Kindern. Die Erwachsenen kommen über die Herzrhythmusstörung in den Kreislaufstillstand typischerweise und haben eine gewisse Sauerstoffreserve an Bord. Kinder haben grundsätzlich, wenn die aufhören zu schnaufen, haben die keine Sauerstoffreserve mehr und deswegen ist die Beatmung da so elementar wichtig. Deswegen dieser Titel, nur drücken reicht da nicht. Es gab irgendwas aus dem Chat, ihr hattet da hinten schon irgendwie Luft geholt, dann hören wir mal, was aus dem Off kommt. Ja genau, da kam die Frage, ob das Problem der Gefahr der Netzhautablösung bei hochdosiertem Sauerstoff bei Frühgeborenen nicht mehr relevant ist. Die Gefahr besteht immer, aber man muss den Frühgeborenen erstmal die Chance geben, eine Netzhautablösung zu erleben. Ich sage es mal ganz radikal, weil wenn Sie die Kinder mit zu wenig Sauerstoff versorgen und Sie haben einen hypoxischen Hirnschaden und das Kind hat einen schweren Sauerstoffmangel erlitten und das Gehirn ist sozusagen schwer irreversibel geschädigt, ist die Netzhaut, glaube ich, nicht der entscheidende Punkt. Aber die haben wir dann später im Fokus, keine Frage. Das heißt, in den Kliniken wird man immer versuchen, die Frage ist, wenn Sie für die, die vielleicht nicht so in der Materie sind, wenn sie zu hoch, zu viel Sauerstoff bei Frühgeborenen über einen längeren Zeitraum geben, dann sprießen Gefäße ein in die Netzhaut, die ja sonst eigentlich nicht so gefäßreich ist und versorgen sozusagen und zerstören damit die Netzhaut und machen eine entsprechende Blindheit bei den Kindern und diese Netzhautschäden müssen dann gelasert werden beispielsweise. Aber das ist nicht der Knackpunkt, sondern Ihr Knackpunkt ist wirklich, das Kind muss erstmal einen Kreislauf bekommen, die Lunge muss entfaltet werden und einen Kreislauf bekommen und wenn Sie dafür Sauerstoff brauchen, dann nutzen Sie den bitte. Und vergessen die Augen zunächst, ja, oder? Genau. Ja, so würde ich sagen. Wach sind auf jeden Fall noch alle, das kann ich von hier aus erkennen. Also du hast auch nach dem Catering durchaus ja, da alert gehalten, wie man sagt. Ja. Gibt's noch was aus dem Chat? Jetzt muss ich noch mal fragen. Du hast es vorhin so schön formuliert, also der Venenzugang, ja, kann man schon probieren. Und dann hast du gesagt, aber wenn Sie große Erfahrung mit der ECIO haben, dann können Sie natürlich auch den intraossären Zugang. Habe ich das so formuliert? Ich frage mal. Okay, ist das so? Also hatte ich es gehört. Okay, ja, man muss, also wir hatten die ECIO ja so ein bisschen im Fokus, weil wir gesagt haben, das geht relativ schnell, ist relativ gut zu üben und kann dann jeder relativ zackig. Was man ein bisschen vergisst bei den Kleinen ist, dass man relativ schnell auch durch die Gegenkortikalis an dem Unterschenkelknochen durchkommt und durchbohrt und dann funktioniert es eben nicht. Und das ist so ein bisschen das, was in den letzten Jahren halt auch rausgekommen ist, dass es eben nicht immer hundertprozentig funktioniert hat. Dementsprechend nein, wenn ich meinte es eher umgekehrt, dann habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt. Intravenös ja, wenn Sie Übungen da haben und was sehen und ohne Zeitverlust es durchführen können, dann intravenös. Wenn das nicht funktioniert, hat der intraossäre Zugang letztendlich nichts an seiner Wertigkeit eingebüßt. Aber wichtig dabei gilt natürlich auch, Sie müssen auch das
üben und beherrschen in irgendeiner Form. Wenn man das dann bei einem Neugeborenen das erste Mal macht, glaube ich, ist das Erfolgsrisiko auch nicht unbedingt viel größer. Ja, das muss man einfach so sagen. Hähnchenknochen gehen, glaube ich, ganz gut, oder? Hähnchen geht ganz gut. Oder was ich immer empfehle, nehmen Sie Hühnereier. Hühnereier ist besser, weil genau da üben Sie nämlich, dass Sie wie bei Metall, also die ja handwerklich, wir haben hier eine Menge Feuerwehrleute, glaube ich, die sind ja handwerklich begabter als ich. Wenn Sie Metall bohren, brauchen Sie viel Geschwindigkeit und wenig Druck. Und genauso funktioniert es da auch. Sie setzen den Bohrer auf, bohren mit einer hohen Geschwindigkeit, dafür ist diese EasyIO ausgelegt, und mit wenig Druck, und dann fallen Sie sozusagen direkt in den Knochen rein, weil die Knochen sind ja noch weich bei den Kindern. Nicht mit großem Druck bohren, und dann bleiben sie auch wirklich in dem Knochen drin und dann haut es hin. Ob jetzt Hühnerknochen oder Hühnerei, beim Hühnerei kann man es schon üben, weil wenn man das 10-mal angebohrt hat und es nicht kaputt gegangen, dann beherrschen sie es. Dann würde ich ihnen auch eine Urkunde ausstellen, dass sie damit umgehen können. Ganz, ganz hinten, laut sprechen, dass wir es hier hören, dann geben wir es dann raus auf die Übertragung. Die Frage der Kollegin war, aus der Geburtshilfe kommen, die das kennen möglicherweise oder auch schon mal da hospitiert haben, ist, dass Neonatologen häufig am Kopf Blut entnehmen. Jetzt ist ja die Frage, kann man da auch einen Zugang legen? Wenn man Eltern fragt, nein, kann man nicht. Sie können ja nicht mit einer Nadel in den Kopf meines Kindes stechen, sind Sie verrückt? Das führt schon zu entsprechenden Problemen, aber ja, in der Tat. Wenn wir beginnen mit unserem Leben, dann sind wir extrem gut behaart da oben und dann sehen Sie da auch die Venen in aller Regel gut. Und dann kann man durchaus versuchen, dort auch zu punktieren. In welcher Richtung, darüber mögen sich Wissenschaftler hervorragend streiten, spielt eigentlich auch keine Rolle, sondern sie punktieren und versuchen dann dort einen Venenzugang zu legen. Aber es ist auch ein intravenöser Zugang, der halt einfach nur eine andere Lokalität hat, als wir es von den Erwachsenen kennen. Ja? Dürfen Sie machen, natürlich, selbstverständlich, wenn Sie sich damit auskennen und das machen. Nur bitte nicht in die Fontanelle stechen. Ich habe mal einen Kollegen gehabt, der wollte die Nadel dann sozusagen mittig hier in dieses Hauptloch stechen und darüber dann Adrenalin geben. Das würde ich jetzt bitte nicht empfehlen wollen. Ich habe ja gehört, das geht besonders gut, wenn die Kinder schreien. Ja, aber dann sind ja aber einige unserer Probleme quasi schon gelöst. Korrekt. Dann nimmt die Antwort schon mit, da braucht er ja auch nicht fragen. Dann, ne? Ja, ich wollte halt auch mal aufblitzen lassen, weil ich ein bisschen was gelernt habe in der ganzen langen Zeit von dir. Gut, weitere Fragen. Gerade habt ihr einen Experten da zu dem Thema. Nutzt die Gelegenheit. Es gibt keine. Hospitieren, praktizieren, hospitieren, hospitieren. Ich kann es nur immer sagen. Gerne auch mal eine Reise nach Duisburg machen. Im Chat entsteht Unruhe, da ist noch was reingekommen. Es gibt noch eine Frage aus dem Chat, und zwar: Absaugen beim Neugeborenen, also nur bei sichtbarem Mekonium? Ja, korrekt. Die praktizierte, ich habe es ja angedeutet, was man früher immer gemacht hat, die Kinder, sobald sie auf die Welt kommen, das erste war umdrehen, Klaps auf den Hintern und dann absaugen. Die Zeiten sind zum Glück vorbei. Wir saugen in aller Regel nur dann ab, wenn wir wirklich das Problem haben, dass der Atemweg in irgendeiner Form sekret verlegt ist in den Geburtskliniken, und vor allen Dingen, wenn dann da dieses Kindspech, sprich dieser schwarze Schmodder in den Atemwegen ist und wir sehen, dass der Atemweg verlegt ist, dann versuchen wir, den rauszuholen. Und das auch nur kurz, weil je länger Sie absaugen, mit diesen Absaugkathetern stimulieren wir den Rachen. Der Rachen ist sehr gut innerviert und sorgt dafür, dass die Herzfrequenz des Kindes ganz schnell runterfällt. Das sehen Sie auf den Kinderintensivstationen dann auch regelmäßig. Und dann haben Sie ein grenzgradiges Neugeborenes, saugen da ab. Die Frequenz ist gerade noch gut und dann wird da länger abgesaugt und plump sind Sie in einer Reanimationssituation. Das wollen wir natürlich gerne vermeiden. Vielleicht eine ganz wichtige Botschaft nochmal, die gilt ja grundsätzlich für alle Notfallpatienten, aber für die Kinder ja noch mehr. Wer schreit, kriegt Luft. Ich hatte neulich einen Notarzteinsatz in Waldürn, da hat ein kleines Kind, der Klassiker, irgendwie da so ein Samovar, irgendwie so, also auf jeden Fall heiß Wasser, ne, irgendwas gepackt, überschüttet, Gesicht, Rumpf, und das war die Meldung. Und da fährt man auch als einer, der schon ein paar Einsätze gemacht hat, durchaus so ein bisschen mit einem unguten Gefühl dahin, weil man ja nie genau weiß, was kommt und wie schlimm es ist und. Der Helikopter war dann auch schon alarmiert, weil klar war, es ist wohl eine größere Verbrühung. Aber allein, wenn man die Wohnung betritt und man hört da ein Kind schreien, es gibt ja manchmal mehrere Kinder pro Wohneinheit, und man dann feststellt, es ist unser Patient, dann kann man an ein paar der Probleme, die der Christian gerade geschildert hat, schon mal ein Häkchen machen.
und muss in erster Linie schauen, dass der Atemweg frei bleibt, aber man muss sich um Beatmung und um die Sicherung des Atemweges erstmal keine Gedanken machen. Und dann fällt schon mal so der erste kleine Stein vom Herzen, weil man weiß, okay, es könnte deutlich schlimmer sein. Ja. Und so wie du richtig gesagt hast, diese gewisse Emotionalität bei den Kindern Notfalleinsätzen, auch da, das, was wir den Leuten in unserem Notarztkurs immer mit auf den Weg geben, bei jedem Einsatz gilt mal zunächst, der Patient hat angefangen. Wir können nichts dafür, was passiert ist. Wir können aber versuchen, ab dem Zeitpunkt, wo wir vor Ort sind, einen Unterschied zu machen. Ja. Und ich glaube, mit so einer Grundhaltung kann man durchaus auch solche Situationen meistern, die nicht immer gut ausgehen. Und deswegen finde ich es ja doppelt gut, dass hier unsere Partner von der PSNV sitzen, die sich ja eben nicht nur um Angehörige, sondern ganz gezielt auch mit entsprechender Ausbildung um Einsatzkräfte kümmern, wenn man tatsächlich mal so einen Einsatz hat, wo man sagt, der droht jetzt gerade, mich so ein bisschen aus der Bahn zu schmeißen. Deswegen auch an der Stelle nochmal schön, ja, dass ihr dabei seid. Vielen Dank. Ja, lieber Christian, auch dich lassen wir nicht ohne ein Odenwälder Paket natürlich dann ziehen. Ganz herzlichen Dank für deinen profunden Vortrag. Es war genau, wie ich es erwartet habe und wie ich es von dir kenne. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, dass du dich auf den Weg gemacht hast. Und du hast ja gesagt, du kommst immer gerne. Uns fällt bestimmt wieder mal was ein. Sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, wenn Fragen sind, gerne kontaktieren. Und ich kann es nur immer wieder empfehlen. Gehen Sie irgendwo hin, üben Sie es, schauen Sie es an. Ja, und dann, vielleicht habe ich auch völlig konträr was erzählt und die machen es alle ganz anders. Also, herzlichen Dank dir.